down, bitch, I'm still out. So Leute, willkommen hier zurück zu SGE Swiss German Elite. Mein Name ist Blaze Chris und yo, wir haben jetzt ein neues Video hier am Start und zwar geht es heute um die Soundhure. Ja, Soundhure. Also im Moment finde ich jetzt, das habe ich erst gerade vor kurzem bemerkt, wo ich aufmerksam gemacht wurde von gewissen Spielern, dass man mit dem Headset, also was Stereo oder halt Dolby Digital ist oder was auch immer, dass man den Sound besser hört und dass man vor allem jeden verdammten verfiegten, ich möchte zwar nicht so sprechen, aber es ist halt so, man hört jeden Schritt. Also wenn man jetzt auch Totenstille drin hat, wenn man dann natürlich als Perk den Verstärker drin hat, dann hört man die auch. Und ich persönlich habe die Turtle Beach PX5 und ich weiß nicht, also ich kann zum Beispiel zwischen 7 verschiedenen Optionen wählen, was ich mehr hören möchte, irgendwie die Schritte, die Schüsse, den Regen, die Explosionen, sonst irgendwas. Und ich spiele auf Stufe 5, das ist auch mit ziemlich viel Bass verbunden und alles. Und ja, also es ist schon krass, was man da alles hört und ich möchte das jetzt mal so hinlegen und gleich mal auch zeigen, was ich meine, dass ich bin jetzt nicht der beste Spieler, ihr seht es hier. Meine KD ist 1,235 und mal gucken, was sich da jetzt ergibt. Ich bin auch noch kein Prestige, also ich bin nicht so ein Suchthaufen, der jetzt den ganzen Tag da sitzt und wirklich sich mit dem Prestige beschäftigt. Das ist mir auch nicht so wichtig. Ich möchte einfach Spaß am Spiel haben, das habe ich auch im Moment. Und ich werde dann demnächst auch, also ja, wie ich auch in den anderen Videos erwähnt habe, werde ich auch viele Live-Commentaries machen. Das ist jetzt auch ein Live-Commentary und Live-Streams werde ich, denke ich, mal machen. Vor allem dann, wenn jetzt 400 Abonnenten erreicht sind, denke ich mal, mache ich wieder mal so ein Abo-Special. Ich bin jetzt nicht mit der Turtle Beach hier am Mikrofon jetzt mit euch am Reden, sage ich jetzt mal, sondern ich bin halt so komisch verkabelt, weil ich habe ja kein Studio-Mikrofon. Darum habe ich ein zweites Headset um den Hals, damit man mich auch hört. Das Mikrofon ist da inbegriffen und ich benutze eigentlich das PX5 jetzt nur, damit ich den Sound höre und ich werde die anderen Spieler in der Open Lobby werde ich auch muten, damit man die nicht hört, damit ich einfach klarkommen. Also ich spiele jetzt eine Runde Team Deathmatch, einfach mal um zu zeigen, also wenn es natürlich klappt. Gleich mal stumm schalten. Nein, habe ich nicht geschafft, scheißegal. Hier, ja okay, diese Map ist jetzt gerade blöde. Ich werde vielleicht auch zwei Runden zocken, also um euch zu zeigen, was ich damit meine. Also man könnte wirklich so heftig campen, dass man sich nicht mehr bewegen muss und man hört jeden Schritt. Ich habe vorhin aus einem Fenster gesniped. Und habe gehört, dass hinter mir gleich drei Leute kommen. Einer war unten, der eine war schon auch auf dem ersten Stock und der eine war erst gerade auf den Treppen. Und ich habe alle drei gehört. Das ist ziemlich heftig, was hier jetzt bei Call of Duty Ghosts so bearbeitet wurde, dass man den Sound so übertrieben hört. Also es war bei Black Ops für mich jetzt persönlich, ich habe sogar bei Black Ops nur mit einem Kopfhörer gespielt, weil ich nicht so auf den Sound konzentriert war. Sprich, Moment schnell, Spieler stumm schalten, yo, machen wir bop. Ich habe da wirklich bei Call of Duty, Call of Duty Black Ops 2 habe ich jetzt wirklich nicht auf den Sound gehört. Ich habe nur die linke Ohrmuschel besetzt gehabt mit dem Mikro, damit ich auch die Chats höre und so. Aber hier ist es ganz extrem, ich spiele die ganze Zeit nur mit beiden. Also ich habe wirklich so übel. Oh, oh, da ist ein Sniper. Ne, auch von links kommen sie. Ja, also es ist natürlich vom Vorteil, wenn man ein Gamer-Headset hat, ganz sicher. Aber es ist auch von nervig zum Teil, weil man kann wirklich vieles unternehmen und will ja natürlich blind auf der Map rumlaufen, sage ich jetzt mal, also damit man einen nicht hört oder so. Aber für die Camper ist das so quasi ein Paradies, in puncto Sound. Das finde ich einfach schade irgendwo durch.
Es ist richtig eklig. Mal gucken, was wir jetzt finden. Und die Satcom, die geht so richtig auf die Nüsse, weil da braucht man nicht wirklich viele Abschüsse. Ich habe natürlich auch die Satcom dabei, aber nur wegen denen. Normalerweise würde ich jetzt die Satcom nicht verwenden. Doppelabschuss, Dankeschön. Aber naja, was will man machen? Es kann sein, dass ich zwischendurch nichts sage, weil einfach um mal zu hören, woher das sie kommen. Ja, nee, 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 nix, das leiden. Und weg ist er. Eben, ihr seht, mein Aiming ist nicht wirklich so gut. Ich treffe, glaube ich, einen Baum von 20 Meter. Nee, ich habe zwar einen gekillt. Wahrscheinlich eher wie jetzt. Oh Mann! Was ist denn los hier, ey? Ich verstehe das jetzt nicht. Ja. Du campst, bist eine Soundhure und du schaffst es natürlich wieder mal, ne? Um die Spieler hinter dir zu hören. Dankeschön. Nee, 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 nee. Fernkämpfer, danke. Oh, mein Controller spinnt ab und an. Meine L3 und R3-Taste sind so locker, dass sie zum Teil. Nee, 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 nee. Das ist richtig eklig. Und vor allem, ich wohne ja im schönen Basel. Und hier schneit's. Dankeschön, Dropshot for the win. Nochmal Dropshot for the win. Komm, komm, komm. Wo ist er? Zuhören. Da ist er. Ich wusste es. Nee, 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 nee. Nix da, Sniper. Ja, genau, Alter. Kommen sie zu zweit, weil sie alleine nicht können. Eiergrapscher. Dropshot for the win. Hund! For the win. Ich glaube das nicht. Ich hasse den Hund, ohne Scheiß. Mein habe ich ja Lassie genannt. Aber ich hasse ihn. Ich hasse ihn wirklich. Nee, nee. Da, Mann. Guck. Thermalvisier und warten. Sehr schön. Und dann trifft er nicht mal beim ersten Schuss. Ich bin kein guter Sniper, aber sowas nervt mich total. Campen mit Thermalvisier, abwarten, bis der Kollege kommt, um ihn zu penetrieren. Ja, nee, 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 nee. Ich habe den Hund gehört. Nee, nee, nee. Wo ist der Hund? Komm, Blendgranate, ist da was? Nee. Wollen wir wetten, es kommt einer von hinten? Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Ah, da ist einer. Da ist einer. Er schießt ihn doch. Oh mein Gott. Nee. Woher schießen die? Ja. Wieso hat der gewusst, dass ich da stehe? Das ist doch unglaublich. Als ob er es ge geahnt hätte. Genau. Dankeschön. Ja, und das Thema Hacker ist ja auch nicht unbedingt so. Wenig umstritten, sage ich jetzt, weil ich höre immer mehr von Mitspielern und Kollegen, dass es immer mehr Hacker gibt und das finde ich einfach schade, dass das Spiel so verschandet wird, obwohl es erst gerade rausgekommen ist. Da müsste sich wirklich Activision und Infinity Ward ein bisschen Mühe geben, um diese Penner einfach mal zu bannen oder irgendwas zu unternehmen, einen Patch zu machen oder sowas. Oh, drei Stück. Granate. Und tschüss. Was? Der war hinter mir. Dankeschön. Ja, ich muss mich sowieso noch üben in puncto Sound, weil ich bin nicht so der Soundspieler. Bei Suchen und Zerstören geht's. Da muss man ja schon drauf hören. Das Lustige finde ich ja. Auch eingesetzt. Komm, 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 komm. Nee. Ja, genau, Assist. Truppmitglied, Truppmitglied, komm schon. Dankeschön. Da kommt einer. Oracle, ich liebe dich.
Komm schon. Der war doch gerade hier. Nee, war er nicht. Boah. Ja, jetzt haben wir gewonnen. Komm, 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 komm. Letzter Abschuss mein? Nein. Ja. Wie gesagt, also mit dem Sound ist es halt so eine Sache für sich. So eine große Map ist halt nicht so ideal. Vor allem hasse ich das, wenn man jetzt wirklich bei Suchen und Zerstören die letzte Minute erreicht, kommt dann immer so schöner Sound. Und das ist so richtig... Das stört da einfach. Das ist einfach eine Sequenz, wo man sagt, ich brauche das nicht. Oh, ich habe Level 60 erreicht. Sehr schön. Spielen wir gleich mal noch eine Runde. Hoffen wir mal, dass es eine... Ja, genau, hier. Hier war das jetzt mit dem Treppenaufgang. Und wollen wir mal jetzt gucken, was genau da rauskommt, wenn ich genau an den Sound arbeite. Ich habe ein bisschen lauter gestellt. Mal gucken, was passiert. Also ich kacke mir jetzt schon in die Hosen, weil... Es ist richtig eklig, wenn so... wenn plötzlich irgendwie zwei Gegner hinter einem kommen und man weiß nicht, okay, wer kommt jetzt als Erster? Der, der Aim hat oder der, der halt loost? Und man ist halt in der Hoffnung. Es wird natürlich oftmals jetzt auch als Camper bezeichnet oder gesehen, aber es ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich möchte einfach mal zeigen, um was es sich handelt. Dass man als Gamer mit Gamer-Headset klar im Vorteil ist. Die halt nur so einen komischen Stöpsel haben, die werden es schwieriger haben. Die müssen natürlich mehr an ihrem, also ich sag mal, sich auf ihren Skill oder auf ihr Movement verlassen, als auf den Sound. Da rechts kommen sie wahrscheinlich einer. Da ist er schon. Zwei Stück sogar. Seht ihr, mein Controller spinnt, toll. Wenn ich reindrücke, dann klemmt er ein. Ich hasse es. Ich müsste mir einen neuen Controller holen, aber es bringt's ja nicht. Verdammte Kacke nochmal. Es bringt's ja nicht, wenn ich jetzt einen Controller hole und die PS4 jetzt in einem Monat kommen soll. Auch wenn sie anscheinend verbuggt ist oder das Licht des Todes zeigt oder so. Ich sehe keine... Oh. Ne, das sind meine Teammates. Das ist richtig eklig. Das ist richtig eklig. Also mehrere Dual... Oh, da war einer. Der ist ganz rechts durch, denke ich mal. Nein, 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 nein. Hinter mir. Ich habe ihn gehört. Jawohl. Dankeschön für die Rettung. Nein. Panic Knife. Ich habe 0 zu 3. Ohne Scheiß. Das rotzt sowas von an. Es schneit draußen. Weihnachten ist vor der Tür. In einem Monat ist ja schon Weihnachten. Hoffen wir mal, dass da zumindest was Anständiges rauskommt. Weil da werden, wie jedes Jahr, werden da auch Weihnachtsnoobs da sein. Ich habe auch Thermalvisier auf meinem Sniper. Aber naja, man weiß ja warum. Ich bin auch Hardscoper, ja. Oh lololo, ne 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 ne. Wo sind die? Ne. Ach, leck mich doch, ohne Scheiß. Es gibt hier sogar so einen Aufsatz, der ist, ich weiß nicht mal wie der heißt. Der ist so eine Art wie Zielsucher bei Black Ops 2. Und der ist richtig eklig, ja. Der markiert dich auch orange. Und zeigt auch genau, wo du stehst. Aber ich finde jetzt, das Thermal ist hier anders überpowered, ey. Mal gucken, was ich da holen kann mit der Sniper. Und bam. Ja. Hitmarker. Ne, 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 ne. Ich hab... 2 zu 7. Vorhin war ich besser. Definitiv. Geh weg. So, der Nachschuss zum Töten. Und einer weg. Und. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Wo ist er? Oh, Hitmarker durch die Wand. Sehr schön.
Abschuss des zweiten. Nee, 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 nee. Hey. Hund, geh weg. Hier haben wir auch ein. Nein, ich hab's gewusst. Boah. Was ist das denn für eine Kacke, Mann? Der Hund folgt mir. Bis er mich. Oh, oh. Ich höre einen. Das ist ein Teammate. Aber die spawnen alle hinter mir. Nein! Nein, ich hab dich gesehen. Ja, Lex Mamosch. Lassie. Ja, ich lese mal die Honeybadger auf. Mal gucken. Da am Fenster sollte bald mal einer kommen. Genau! Ich bin im Haus. Alter, was ist das denn für ein Ding, ey? So Mörsergranaten, die sogar ins Haus reinschießen, ey. Das ist unglaublich. Komm, ich sterbe nochmal. Und zwar sofort. Los, los, los. 3, 2, 1. Boom. Komm. Ja, wie lange denn noch? 3 Stunden reichen. Ja, genau. Sirene ausmachen, Dankeschön. Ne, 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 ne. Ach so, boah. Ich dachte schon. Vier zu zehn, richtig schlecht von mir. Aber immer wenn ich aufnehme, immer wenn ich Live-Commentary mache, bin ich schlecht, ey. Das ist unglaublich. Pistol Kill, sehr schön. Ich habe eine Satcom. Komm, komm. Wo ist er? Und tschüss. Also Snipern ist hier wesentlich einfacher wie bei Black Ops 2, finde ich. Weil, keine Ahnung, diese Sniper, die hier sind, noch richtig übertrieben stark. Wuff, und er hat ihn zerfetzt, Alter. Die Kehle durch. Oh Gott. Aber man, im Ganzen und. Oh, 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 oh. Ich hasse das Teil. Ich hasse es ohne Scheiß. Komm, da war doch einer. Unten durch. Sehr schön. Verarscht. Das ist eine Art Verarschung gewesen. Ne, ne, ne. Die verarschen mich jetzt. Ne, 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 ne. Und tschüss. Hotdog. Hund gegen Hund. Ne. Boah, Granate, Mann. Das war so eine Doppelpenetration. Mal schauen, ob wir jetzt noch einen Headshot geben können. Nein. Granate. Across the map. Nix. Hitmarker. Ich gebe ihm einen Hitmarker, Mann. Oh mein Gott. Ich hasse es. Ohne Scheiß mit dem Hitmarker und sonstigen. Welche Scheiße, die da ständig passiert. Guck, ich habe ihn getroffen, ey. Aber nein, ich habe ihn anscheinend am kleinen Zeh erwischt. Boah, wo die 3 Socken übergezogen worden sind, ey. Richtig schlecht. Ja, diese Runden gehen auch schon jetzt 18 Minuten lang, ey. Was schon 19? Nein, 5 Sekunden, genau. Ja, es ist nicht einfach. Bei Suchen und Zerstören ist es eigentlich wesentlich einfacher, um die Leute zu erkennen, woher sie kommen. Aber wenn man jetzt nicht aufnimmt und sich wirklich so darauf konzentriert, aufs Spiel, was genau läuft, was genau passiert, dann ist es richtig heftig, was man da alles raushören kann. Und die, die halt kein Spieler, also Gamer-Headset haben, es ist wirklich von Vorteil, wenn ihr mit Gamer-Headset zockt und tut es ohne Scheiß. Spart euch das Geld zusammen oder wünscht es euch zu Weihnachten oder was auch immer. Kauft euch ein Gamer-Headset. Also ohne Scheiß. Das ist ein Ding, das einfach bei Call of Duty Ghosts ein Muss ist und dazugehört. Und
Ja, ich wüsste, ich kann nichts sagen von wegen Battlefield oder sonst was, ob das was mit dem Sound zu tun hat oder so. Aber bei Call of Duty ist es bestimmt so, dass es einfach oftmals auch mit Sound zu tun hat. Natürlich gibt es viele Spieler, die benutzen halt kein Headset und sind auch da besser. Aber weil sie sich dann natürlich aufs Aiming konzentrieren und weniger auf den Sound. Ich habe natürlich jetzt Fett auf die Fresse bekommen. Und ja. Das letzte Video, was ich gepostet habe, wisst ihr ja, das ist mit dem BKS Wochenchallenge. Ihr müsst da vorbeischauen. Diejenigen, die halt schon Gameplay haben, schreibt mir bitte hier über PSN, Blaze Chris oder auch bei YouTube ins Postfach oder in die Kommentare. Bitte tut das, damit ich auch weiß, wer mitmacht. Das hat sich bis jetzt nur einer gemeldet. Und hoffentlich wird das dann auch besser weitergeführt. Das nächste Mal eventuell poste ich dann ein Video mit Extinction. Mal gucken, was da genau läuft. Und ja, ich muss jetzt weiterzocken und zwar mit der Sabrina ein bisschen. Und bis zum nächsten Mal. Cheerio, bye-bye, euer Blaze Chris. Lasst einen Daumen nach oben, ihr kennt das ja. Und weiterzählen, abonnieren. Bye-bye.